Mein Freund sagt, dass du ein komisches Leuchteding in der Tasche trägst. Ein Oh, du meinst das? Oh, was ist das? Das nennt man ein Handy. Wie sage ich das? Damit kann man mit Leuten reden, die weit weg sind. Oder Bilder von dem machen, was man sieht. Wow! Dann heißt das, du kannst damit Bilder machen? Außerhalb von Sipol? Ja, schätze schon. Ich kenne das Umland bisher nur aus Büchern. Könntest du uns Bilder bringen? Nein, Fotoquest. Erwartet nicht zu viel, okay? Ich bin keine Profi-Fotografin. Ich weiß nicht, was das ist, aber danke. Ich freue mich so. Okay, vielleicht kein wertloser Schrott. Erstmal mit der Kartoffelkamera. Mache Fotos an den Fotospots, die auf deiner Karte markiert sind, um sie den Kindern in Sipol zu zeigen. Guck mal, Kind, da wirst du nie hinkommen als Erwachsener. Je mehr Fotos du schießt, desto mehr Features im Fotomodus werden freigeschaltet. Ich hab's nicht so mit Kameras, ehrlich gesagt. Ich bin mir sicher, sie werden sich freuen, egal was du ihnen zeigst. Sie haben ja sonst nicht viel im Leben. Guck mal, hier sind meine OnlyFans-Bilder. Wir von Zeit zu Zeit Oh mein Gott! Sie nicht aufzumuntern. Du hast recht. Das wäre kein Aufwand, aber es würde ihnen viel bedeuten. Ohne, okay, die Wache hat keine Stühle für ihre Wache, aber sie müssen auch das Tor nicht öffnen, wenn jemand gehen will. Alles do it yourself in der City. Also, bist du bereit? Ich bin bereit, Action zu erleben. Zeit, dass die Alte stirbt. Ach, gleich um die Ecke. Umschalten in die Gesamtkarte hat gut funktioniert, oder? Ah, jetzt hat es funktioniert. So, begib dich nach Fort Prenost. Ich habe leider keine Ahnung, wie groß die Welt in etwa ist. Ist für mich auch noch nicht so richtig ersichtlich. Moment, wo stehe ich denn jetzt gerade? Das wird eine lange Reise. Unser erstes Ziel sollte die Festung sein. Von da ist die Burg nicht weit. Du bist wirklich allwissend, oder? Nein, ich habe lediglich die Karte studiert. Okay. Das war cool. Aber warum gehst du aus der Stadt raus und plötzlich sind da zwei Abstechermarkierungen?
Das ist auch verschlossen. Schieberätsel. Kann man übrigens ausstellen. Baby einfach. So viel Glück hat man nicht oft. War das jetzt ernst gemeint? Hasta la vista, Baby! Wie geht es dir? Viel besser als noch vor einer Minute. Hier sind diese riesigen Infotexte für den Zauberfortschritt. Die mich jetzt immer daran erinnern werden, was ich gerade zu tun habe. Nichts, um niemand zu sehen. Hast du versehentlich alle vergrauen? Wieso versehentlich? Oh, vielleicht können wir hier rasten. Oder auch nicht. Ja, so richtig kuschelig ist's hier nicht. Mal ehrlich, manche Leute sind wirklich furchtbar unordentlich. Okay, man kann das HUD aber auch einstellen, dass er weniger angezeigt wird. Werde ich mich vielleicht noch zu entscheiden nachher. Mal los. Eines Tages, bald nachdem das Miasma nach Prenost vordrungen war, kam ein fahrender Händler nach Legatus. Doch das Dorf war wie ausgestorben. Erst als er zum Dach eines nahen Gebäudes hier hinaufsah, erblickte er ein großes geflügeltes Etwas, schwarz wie die Nacht und unbeschreiblich grauenerregend. Unmittelbar nachdem er der Kreatur gewahr wurde, ergriff der Mann die Flucht und blieb nicht stehen, bis er Zipa erreicht hatte. Zumindest erzählt er diese Geschichte jedem, den er dort begegnet. Etwas gefunden? Ach, hier kannst du die Dinger, also die Herausforderungssachen ändern. Du kleiner Bücherwurm. Dann ist ja gut. Dann gibt es da doch relativ viele Plätze, wo du das anpassen kannst wieder. Nachdem du was erfüllt hast. Wer will eigentlich, dass ich... der Space-Spieler am Freitag. Ich werde wahrscheinlich bemustert. Ich werde das dann über EA, über das Abo holen. Hier könnten wir ein gutes Foto für die Kiddies machen. Das wird genial so. Ach, immerhin, es sind noch 5 weitere Fotos, die ich machen muss. Das muss reichen. Na also! Nicht schlecht! Nimm das! Also dieses schnelle Parcoursystem ist schon ganz cool. Für die Schnellreise. Besser als ein Reittier. Nein! Obwohl, doch, ist okay.
Das ist nämlich richtig scheiße, wenn du auf der Karte von oben drauf guckst. Siehst du manchmal echt schlecht, wo so eine Kiste ist. Zum Beispiel hier ist das eigentlich von der anderen Seite nur gut zu erreichen. Und nicht von da, wo ich gerade bin. Geh mal nach 3. Glaubst du, dass dieses Ding einmal ein Mensch war? Falls ja, hat er seitdem ordentlich an Muskelmasse zugelegt. Oh, er hat gelernt, sich auch zu heilen. Gift könnte ein probantes Mittel dagegen sein. Du musst jede Schwäche des Gegners ausnutzen. Bist du jetzt etwa den Superschurken raus? Was? Es klappt immer noch nicht? Konzentrier dich, Frey. Vorsicht! Alles klar. Er heilt sich langsam wie ein Troll. Das hilft nicht viel. Bereit? Ja. Wow. Nee, das funzt nicht. Nicht mit mir! Hi! Bah, schon gut. Alles klar. Und ab damit. Los, fang! Das hat gesessen! Komm schon! Yep. Ich glaube, das ist ein Gegner, den sollte ich eigentlich zu der Zeit noch nicht angreifen. Diese Lage erfordert sofortiges Handeln, oder? Halt's Maul, ich muss den richtigen Zeitpunkt abwarten. Frey, Frey, reiß dich zusammen. Stopp, ruh dich aus, mach langsam. Ich kann nicht langsam machen, dann sterbe ich. Das könnte wehtun. Damit. Hey. Bist du sicher, du hast den richtigen Weg genommen? Nein, bin ich nicht. Aber hier kann ich schon mal in nächster Zeit ausweichen, wenn es geht. Ah, tatsächlich? Ein bisschen den Seitenschuss skillen. Zu lang. Und ab damit. Tut alles weh. Kurze Pause.
Cool, hat fast so viel wie den Nebenquest gegeben, der Oger. Ich glaube, ich sollte es in der 4 nicht gehen. Ich bin aber auf dem richtigen Weg. Ich muss da runter. Irgendwas kommen, dass ich mit den Dingern interagieren kann. Dann kommt es an andere Kisten wahrscheinlich auch ran. Fast langweilig, oder? Respawn Minibosse eigentlich, das weiß ich nicht. Keine Bewegung. Oh. Bereit? Diese Magie erfordert mehr Abstand. Das hatte ich mir fast schon gedacht. Denen zeigen. Hm. Ich glaube, es hat sich nicht gelohnt, den oben zu erledigen. Das war jetzt nicht so viel EP, wenn man es vergleicht, hier ein paar Zombies töten. Jetzt passiert das, was ich nämlich erwartet habe. Controller-Akku ist leer. Düdüt. Und deshalb, liebe Kinder, immer schön eure Controller aufladen. Da kommt mich das Stoppen. Der hält das Spiel an, weil er den Controller nicht findet, was wir am Anfang hatten. Ich habe jetzt an ein Kabel gehangen. Ich spüre Feinde in der Nähe. Sei auf der Hut. Ja, ja. Augen auf. Schon kapiert. Bruchzombie. Du weißt, welchen Zauber du brauchst, richtig? Ja, halt die Klappe. Das nehme ich mal mit. Oh, sind aber einige Zombies. Ah ja, Nageldesign. Ich musste kurz überlegen. Nageldesign, ah ja. Stimmt ja, es gibt ja Nageldesigns. Ja.
Jetzt aber, Frey. Schon dabei. Das wird ein Spaß. Bereit? Bewahren. Ach, und wieso nicht? Mein Gott. Bereit? Geht schon. Mal so, ne? Wie gefällt dir das? Alles klar. Akrobatik hat ihn durch Zauberstiefel. Schlecht, auch wenn Eigenlob schlägt. Bereit? Hey, ja! Na, das war ja einfach. Das sagt sich so leicht. Naja, ging so, ne? Moment. Genau, ich wollte in Magie reingucken. So, die Laufsache war schon fertig. Ausdauer wird wieder hergestellt. Wird schneller hergestellt, violette Magie plus 1. Weil die Herausforderung ja abgeschlossen war. Schießt die Stellen beim Aufladen kraftvoller und schneller und schleudert beim Loslassen ein Langstreckengeschoss mit hoher Wucht. Was machen wir doch? Dadurch wachsen außerdem Freys magische Kräfte insgesamt. Du lernst das alles überraschend schnell, weißt du? Verderbnis-Hotspot. Bestimmte Gegner sind durch den Bruch extrem gefährlich geworden, insbesondere weil furchterregende mächtige Albtraumkreaturen dort die Unwesen treiben. Wenn du planst, ein neues Gebiet zu betreten, sollst du dich gut vorbereiten. Boah, ich habe gerade angefangen mit dem Spiel, kein Problem. Da war die Zombie-Geschichte. Da ist etwas. Wie sollen wir vorgehen? Ach, wir könnten das einfach ignorieren. Thank you.
Mach mal ein Lagerfeuer. Machen wir hier kurz Halt. Na gut, aber bleib wachsam. So, mal eben Aufwertung. Und neue Tränke herstellen. Dreh dich schneller, Kais. Also, sollen wir uns in Bewegung setzen? Ja. Sekunde. Was bist du denn? Voll auf die 12! Aus dem Weg! Nein, bleib hier oben drauf! Tschüss! Diese Magie erfordert mehr Abstand. Ja, mach die Tür ruhig auf. Bereit? Ich will nicht runterhüpfen. Ich will mich der König der Welt sein. Frey! Nein. Die Steine sind so schön plastisch. Hier läuft's mir kalt den Buckel runter. Ja, warum sind verlassene Häuser so unheimlich? Was soll schon schief gehen? Ist das ein Vogel oder ein Ball? Was immer es ist, es führt irgendwas im Schilde. Du sollst ihm einen Riegel vorschieben, bevor es uns abstreitet. Jetzt nicht selbst ein Bein, Frey. Was soll das denn nun wieder heißen? Bist du bereit? Okay, ich habe das hier übrigens ein bisschen schlimmer erwartet. Nur ein bisschen. Aber es geht ja klar. Bereit? Kass hat gesessen! Ich kann dich nicht vor jedem Treffer bewahren. Ach, und wieso nicht? Das wird was. Damit. Das wird lustig. Kannst du nicht acht geben? Au. Tut mir leid, okay?
Nachdem er gesagt hat, das geht schon klar. Kann ich Seifenschussstufe 2 übrigens noch nicht machen, weil ich ja den ersten Schuss noch gar nicht habe. Also die Stufe 1. Die Herausforderung. Also. Reserve. Dieses Nagellack-Design soll Heilungsfähigkeiten verbessern, erhöht die Rate, mit der TP wiederhergestellt werden. Mir tut alles weh. Kurze Pause. Hier gibt's wohl keine Monster. Was, nicht mehr. Körperliche Ertüchtigung aus? Du kennst mich aber schlecht. Fingernägel. Du kannst Fingernägel bemalen im Spiel. Dann werden gewisse Fähigkeiten verbessert. Das ist sowas wie ein Ausrüstungsslot. Die einzige Maniküre, die sich jemals gelohnt hat. Was du da gefunden hast, ist überaus mächtig. Kommt her, ihr Salatblätter. Ihr seid für Heiltränke. Sie sieht echt einmalig aus. Habe ich Zeit für ein Abenteuer? Habe ich Zeit für ein Selfie? Natürlich hast du Zeit für ein Selfie. Wenigstens das Team besser gelöst als bei Spider-Man. Für Bilder machen. Boah, Wahrzeichen nice. Bei Spider-Man fotografieren. What the fuck manchmal. Dead Space ist gut, wie kommst du jetzt darauf? Dead Space wird am 27. veröffentlicht. Sieht das Spiel so aus wie angekündigt, also die Grafik. Es gab doch eine Demo. Also ich muss auch nicht sagen, dass die Grafik in den Trailern jemals irgendwie als Blendwerk wirkte. Hasta la vista, Baby! Bereit? Diese Magie erfordert mehr Abstand. Und ab damit, hatte ich mir fast schon gedacht. Tu doch was! Alles klar. Yeah! Alles klar. Nimm das! Alles klar. Okay. Dich mache kalt. Jetzt aber, Frey. Schon dabei. Oh, yeah. Na, ich bin zu weit drüber gegangen. Und ab damit. Und vorbei. Aber Kämpfe sind wirklich ein Lichtblick in dem Spiel.
Also entweder muss man da auf die eine Seite auf den Steinhügel hoch, um darüber zu kommen, oder das, ich bin ja immer einer, ich gucke ja immer mal, ne? Auch wenn dann, wenn man dann so denkt, vielleicht kommt ja später eine Fähigkeit, womit man dann darüber kann. Weil überall diese Steinchen hier an der Wand sind, das muss ja für irgendwas sein. Und ich denke mal, die werden hier auf sowas zurückgreifen wie, irgendwann kriegst du eine Fähigkeit und die wird dir schon beibringen, dass du da hinkommst. Denk mal auf die vier unterschiedlichen Welten, wo du dich hinbewegst. Die werden alle so ihr ein bisschen eigenen Stil haben. Aber es wird sich dann zeigen. Weil die Stadt sieht halt schrecklich aus. Auch New York am Anfang sieht einfach schrecklich aus. Dann denkst du dir so... Gib Stopp. Und mein Turnschuh-Schnellreisesystem. Mein Fußbeschleuniger. Sau gut. Es gibt keine Garantie, dass dieses Ding dir nicht über den Kopf einstürzt, weißt du? Versuchst du mich aufzuheitern? So wird das bestimmt nichts. Du darfst ja in der Stadt auch keinen Parcours machen. Wir reden nicht unmittelbar. Wo ich mir denke, erlaubt dem Spiel doch einfach. Hoffen wir, dass es dabei bleibt. Parcours zu machen, ey. Wenn sie zu einer hässlichen Stelle hingehen, ja, warum nicht? Dann ist das halt so. Krassen Shit machen. Selbstverbotene Leidenschaft kann durch die Alchemie der Selbstaufopferung mit der Zeit zu wahrer Liebe werden. Die Frau, die über übermenschliche Macht verfügte, war allein und aus dieser großen Einsamkeit zog sie große Weisheit. Der närrische, unbesonnene Mann verfiel ihr dennoch leidenschaftlich. Er würde alles für sie tun, so sagte er. Ihr alles geben, selbst ein Leben. Aber die Frau mit übermenschlicher Macht wies ihn zurück. Das sei es nicht, was sie wollte, sagte sie. Ich dachte, hier finden wir bestimmt nichts mehr. Schon gar kein Buch. Und du willst es wirklich lesen? Es stinkt nach Tod. Schau mal hier. Ja, ehrlich. Unser Freund hat gern gelesen. Frag mich, was drinsteht. Könntest du dich das vielleicht draußen fragen? Oh, plötzlich krieg ich Besuch. Gleich kommt ein Knaller. Und ab damit. Wie lange läuft das Placement mit dem Star Trek Game noch? In Twitch-Chat wird gefragt. Das läuft, glaube ich, noch 5 Tage. Und ich muss da noch auch mitbedenken, wir müssen ja den Stream dafür auch noch machen überhaupt. Der ist ja gar nicht gelaufen. Aber freundlicherweise haben schon ein paar Leute das Spiel runtergeladen und mal eben die 5 Level gemacht. Aber ein paar sind wirklich nur ein paar. Es müssen noch mehr werden. Bist du bereit? Bereit?
Die sind ja einfach aufgetaucht. Hast du gesehen, wie viele Viecher wir vermöbelt haben? Tut mir leid. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Du musst deine Taktik anpassen. Wenn es die Sache beschleunigt. Also wenn wir jetzt kein spezielles Bonus geben. Keinen speziellen Bonus geben, dann greife ich die jetzt da nicht an. Gesegnete Ebene Glockenturm. Werterhöhung. Das gehört alles zu dem Gebiet hier. Vorsicht! Diese Magie erfordert mehr Abstand. Das hatte ich mir fast schon gedacht. Verpiss dich! Hast du fein gemacht. Nicht viel, aber naja. Ja, das hatte geholfen gegen den Golem. Kreaturen sieht man wirklich alle Tage. Ich habe den Eindruck, der hier hat viel Bruch in sich aufgesaugt. Das hilft nicht viel. Geiles Gefühl. So viel dazu! Okay, der ist immun gegen Fesseln. Was habe ich denn noch so als nebenbei? Die Blüte könnte mich unterstützen mit Beschuss. Thank you.
beschützen. Oh, das war der erste Treffer, ich kassiert habe. Verdammt! Das hat gesessen! Bereit? Okay! Richtig weh. Oh yeah. Ha. Gott, ist die gut, Frey. Geht schon. Du bist mein. Oh. Ich was. Oh, shit. Warum bist du so hässlich? Wird mir eine Menge helfen. Und ab damit. Fällt er aber vorhin noch nicht so eine hohe Resistenz gezeigt dagegen. Dann halte keine Reden und heil dich stattdessen. Ach, weißt du, was wahrscheinlich weg ist? Ich hatte wahrscheinlich noch vorhin einen Kampfbonus. Nee, das ist eigentlich schon zu lange her. Wo wir den Knochen gewürfelt haben. Nein, nein! Ich wollte es wenigstens mal probieren. Den ersten Mutant habe ich auch nicht geknackt. Oben aus dem Gebiet. Vorsicht! Nicht weggehen. Ich kann dich eventuell nicht so zuverlässig beschützen wie sonst. Voll. Auch das noch. Uff. So, wie weit hast du mich denn zurückgeschleudert? Aber die Mutantenmarkierung, die lasse ich jetzt dann lieber in Ruhe. Fühl dich nicht zu sicher. Das richtige Entwickler hat Final Fantasy 15 zuletzt gemacht und dann wurde ein neues Studio gegründet, was dieselbe Engine benutzt, die Final Fantasy 15 benutzt hatte. Du bist die Expertin. Das wird genial so. Aber das sind die einzigen beiden Sachen, die sie jemals gemacht haben. Soweit ich das gesehen habe.
beziehungsweise mit der Engine gemacht haben. Das ist eine eigene Entwicklung von diesem Studio wohl. Das war's fast. Na, so eine Kacke. Genau da, wo's wehtut. Hab was für dich. Das alles klar. Das ich als Erfolg. Kleines Kuschen. Alles ist klar. Du steigerst dich wirklich. Hasta la vista, Baby! Tut bestimmt weh. Ich weiß nicht, ob das komplett dieselben sind, das einfach, aber das Studio hat sich erst nach Final Fantasy 15 entwickelt, beziehungsweise gegründet hierfür. Ich müsste jetzt wirklich nochmal genau nachgucken, ich bin jetzt nicht 100% sicher, das wird was, wie das geschichtlich einzuordnen ist. Ausdauer aufgebraucht. Hier gab es einen Kampf. Sieht eher aus wie ein Massaker.